Thank you.
So, moin moin, Mahlzeit, wie auch immer, guten Abend, gute Nacht, guten Mittag, guten Tag. Ha, fast gleichzeitig moin gesagt, wa? Moin moin, Ron. So, ich muss nur kurz noch eine Kleinigkeit erledigen. Oh, hab ich nicht bei Discord vergessen. Ich warte schon eine Minute. Ja, sei froh, dass es keine 20 sind. So. So, das haben wir. Ja, mal gucken, wie, was, wo, wer, wann, warum. So. Ja, wie geht's dir? Finger gestoßen. Gut, das ist schön. Ich war heute einkaufen und habe mir eine Dr. Per. Oh, vielen Dank. Hab mir eine Dr. Pepper geholt. Vanilla Float. Ich hatte die Vanillige in Erinnerung. Und ein bisschen weniger kohlensäurehaltig. Fortsetzen wollen wir, ne? So, was mache ich heute? Was machen wir heute? Ich, wir, wie auch immer. Ich habe absolut keine Ahnung. Mit 15? Okay, danke. Was kann ich eigentlich damit machen? Mal so blöd gefragt. Oh, das lädt, ne? Oh, okay, super. Vielen Dank. Also geht das dann quasi mit in den Twitch-Auszahlungspot, der dann irgendwann mal voll ist und ausgezahlt wird. Ich wollte gerade fahren, sag mal, hört das jetzt gar nicht mehr aufzuladen. So, wo bin ich? Ach ja, ich bin ja, warte mal, ich muss noch kurz was machen. Gleich wieder da. Ja, holla, die Waldfeder. Fährt hier ein Zug vorbei oder was? Muss noch die Quittung ins Haushaltsbuch eintragen dann. So, also. Stuhl ein bisschen richten. So. Oh, da oben fährt auch ein Zug. Umzug, ne? Und hier, ach genau, hier waren wir. Das Ding mache ich jetzt erstmal fertig, würde ich sagen, oder? Was brauche ich denn dafür? Glas brauche ich, also Quarz. Ach nee, jetzt war Bauxit, ne? Ja, genau. Und diese Dinger, weiß ich nicht, wo will ich hier? Doch, eigentlich so könnte ich das machen, ne? So. Warte mal, nee. Nee, sind ja, muss ich ja ganz anders hier machen. Ich muss die abgeflachten hier nehmen. Die nicht, sondern die hier, ne? So, ja. Na, ja, nicht runterfallen. Ich will nicht runter. Jo. Ja, was ist sonst noch geplant heute oder an diesem wunderbaren Tag? Wo gerade fahren, gibt es die nicht als inventiert? Doch.
Hä? Nee, warte mal, hä? Ach, das ist ja... Das ist ja blöd. Warte mal. Oh, yo. So. Also, den will ich jetzt da haben. Zack. Und den will ich hier haben. Logischerweise. So. Hallo, ich möchte ihn hier haben. Ist das denn so schwer? Hä? Warum geht denn das da nicht ran? Ja. Ja, genau so. So, und jetzt muss hier eigentlich... Eigentlich muss jetzt hier so ein flaches Stück hin. Ah, das gibt's gar nicht, oder? Nö. Ich brauche quasi das hier umgedreht. Eckrampe. Nicht die invertierte. Invertierte Eckrampe, invertiert, invertiert, invertiert. Eckrampe abwärts, abwärts, abwärts. Aufwärts. Die gibt's gar nicht, ne? Die gibt's gar nicht. Nee, nee, das ist ja die, die du meinst, ist die hier. Aber es ist die nicht. Die passt nicht. Die wäre ja so. Aber die passt ja nicht. Die muss ja hier die Ecke haben. Also da. Ich brauche ja quasi... Sowas ohne die Ecke. Hä, ist der blöd. Das ist ja dumm. Ja gut, dann kommen hier halt keine Eckrampen hin. Dann kommt hier irgendwas anderes hin. Ja, das Dreieck wollte ich aber nicht wegen der Ecke hier. Weil da kriege ich ja dann keinen, kein Zaun hin. Oder? Geht da der Zaun ran? Nee, ne? Nee, geht nur da und da, aber hier vorne nicht. Und das hier? Auch nicht. Nee, das ist blöd. Dann will ich das nicht. So, ganz einfach. Was? Wie? Wie mit du meinst hier die hier, oder wie? Oder? Hä, wie? Warte mal. Wie meinst du das? Also. Warte mal. Na, ich will hier die eine Rampe haben. So. Ja, ja, jetzt geht das wieder weg, ist klar. Komm schon. So ist richtig, oder? Ja. Gut gemacht. Ich Fuchs, ey. Ich bin hier ein Fuchs. So. Kann ich jetzt bitte hier hochfliegen? Danke. So, dann nehme ich das jetzt hier weg, richtig? Und mache dann hier die Ecke. Das wird wohl so richtig sein. So, und wie komme ich denn... wie komme ich? Wie bekomme ich da denn das Geländer hin? So, so, so. Und wie kriege ich jetzt hier ein Geländer hin? Hier, an die Seite. Damit man da auch nicht runterfällt.
Übrigens, moin Wiesel. Ein Beam drauf und Geländer setzen oder halt Gehwege setzen und dann Geländer drauf. Ja, aber ich krieg ja hier kein Gehweg hin. Also ich krieg den ja nicht gedreht. Ein Beam ist ein Rahmen. So ein oder wie? Oder sowas hier. Das geht auch nicht. Doch das geht. Doch wenn du SRG drückst, kannst du den Gehweg an allen anderen drehen. Stahlträger in Freiform. Probieren wir es damit. Stahlträger. So, und dann Freiform. Ja, aber wenn ich das jetzt so mache, dann ist ja das hier oben drauf und also ja, gut, dass es so jetzt hinpasst, ne? Aber es passt ja von der Breite nicht. Seiten 1. Ja. Ich weiß, wie du das meinst, aber es funktioniert nicht. Komme ich von hier? Ich krieg's hier nicht rangedockt. In die Ecke. Oder die Kleinen. Ja, die Kleinen, ja gut, das sieht ja dann geht auch nicht. Also wenn ich das hier mache, ja, geht dann die Ecke. Aber hier geht es nicht. Weißt du, was ich jetzt da mache? Ich mach das jetzt weg. So, weg, 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 weg. Nein, das war zu viel. Genau. Weg und weg. Ich mache jetzt einfach sowas hier. So? So. Und so. Da kommt eine Tür rein. Ja, was habe ich überhaupt für ein Blödsinn gebaut, dass das so tief ist? Hä? Blödsinn. Oder? Na, egal. Egal, wir bauen das Ding jetzt einfach erstmal einfach fertig. So. Und dann hier den Weg. Schwuppidi-bupp-bupp-bupp. Einmal drumherum. Fidibum. Ach ja. Ja, wie war sonst so euer Tag? Was habt ihr Feines gemacht die Woche bisher? So könnte ich es jetzt machen. Kannst du mit STG drehen? Ach so, warte mal. So kann ich nur festdrehen und so kann ich. Okay, ich verstehe, ja. Okay, also komme ich nicht. So würde es gehen. Ah ja, okay. Ob ich mir das merken kann? Das wird sich zeigen. Auf jeden Fall gut zu wissen. So, kann man hier wenigstens lang gehen, falls man mal irgendwie da hingehen muss. Also die Mitarbeiter, die müssen sich ja auch irgendwie mal fortbewegen. Wenn es ja auch mal Mitarbeiter gibt. Ah, keine Scheiro. Oh. Keine Eisenstangen. So, das meine ich.
Also was brauchen wir? Glas? Also Quarz? Quarz. Stahl, also hier die Eisenstangen. Noch irgendwas? Unten die könnte man mit denen normal machen. Was habe ich mir da bloß angetan wieder? Ja. Ja. Die Woche ist schon wieder sehr knapp. Ich hätte theoretisch, also eigentlich habe ich heute gar keine Zeit zum Streamen. Bin ich ganz ehrlich. Viele Tricks, die ja nicht gezeigt werden. Okay. Aber ich nehme mir jetzt halt ein bisschen Zeit dafür, ne? Weil ich habe ja gesagt, dass ich unter der Woche definitiv streamen werde. Und ich habe die Aufgaben ein bisschen unterschätzt. Sagen wir es mal so. Was nicht so schlimm ist, finde ich, aber am Wochenende gibt es definitiv einen längeren Stream. Die produzieren ja ordentlich Aluminiumoxid. Hier kommt ordentlich. Einen Moment. So, da bin ich wieder. Wir gehen nachher noch Eislaufen. Mit dem Eislaufen, echt? Nachher? Es ist doch schon voll spät. Nehme ich mit Zug. Naja, das ist jetzt eine kurze Fahrt, okay. Ich möchte gerne hier aussteigen. Aufgabe zu streamen oder andere Sachen zu erledigen? Nee, die anderen Sachen zu erledigen. Also das ist ja durch die Arbeitszeit, die man halt verbringt. Man ist ja den ganzen Tag nicht da und es fallen halt so Sachen an. Also zum Beispiel hier habe ich einen ganzen Stapel mit Papierkram, was eigentlich mal erledigt werden müsste. Nehme ich mit Zug. Aluminiumzug, perfekt. Und ich will schon seit geraumer Zeit eigentlich mal meine Ordner ein bisschen aufräumen, quasi Sachen von vor 10 Jahren. Oder sagen wir mal von 2008 aussortieren, die halt nicht mehr nötig sind. Rechnungen von irgendwelchen Teilen, die ich gekauft habe von 2008. Die braucht man noch nicht mehr. Wozu, ne, mit diesem ganzen Ballast mal entfernen. Und ja, man nimmt sich halt viel vor und schafft im Nachhinein nichts. Also so geht es mir zumindest oft. Ich nehme mir vor, dies und das zu machen und was schaffe ich im Nachhinein? Nicht. Ja, genauso wie oben rechts die Phasendinger, Phase 4, die 1000 Sachen da zu machen, habe ich mir auch schon so oft vorgenommen. Und was schaffe ich davon? Nix. Und warum? Weil ich mich von einem... Das ist dieses typische Satisfactory. Ding, ne? Man verfängt sich von einem im anderen, im nächsten und dann hängt man irgendwann fest. Na, vielleicht sollte ich einfach mal die Druckumwandlungsblöcke, sollte ich vielleicht einfach mal in Angriff nehmen.
Dafür brauche ich die hier. Verschmolzene modulare Rahmen. Ja. Ich brauche einen Mixer und dafür brauche ich dann Stickstoffgas. Das Stickstoffgas habe ich hier. Theoretisch kann ich damit, habe ich ja hier die Produktionsstätte. Theoretisch kann ich hier den hier auch schon weiterbauen. Lassen, ne? Ich muss hier nur zusehen, dass die schweren modularen Rahmen hierher kommen. Ja. Aber ich möchte es hier nicht mitten in dem Ding stehen haben. Also. Versteht er? Ja, ne? Vielleicht könnte die Anlage hier hinbauen, diese Fläche. Aber ist das Sinn und Zweck der Sachen? Soll das dahin? Produktion Landschaftsgestaltung. Bei Satisfactory oder wie? Okay. Wie kann man das verstehen? Ja gut, jetzt sagst du, ja, wie kann man das verstehen? Natürlich kann man es so verstehen, dass es genauso ist, wie ich es beschrieben habe. Ja. Eigentlich so eine blöde Frage, ne? Wobei es gibt keine blöden Antworten, es gibt nur blöde Fragen. So, ne? Gut, hier ist schon wieder Stahl scheinbar ausgegangen. Na, Stahl. Wollte ich auch schon ewig mal in Angriff wieder nehmen. Passiert nichts. Ich schaff's nicht. Ich will so, das ist, glaube ich, das Problem. Ich will zu viele Sachen gleichzeitig. Okay, für den Druckumwandlungsblock, was braucht man da? Dafür braucht man die hier. Und dann hier diese Funkdinger. Und die Funkdinger, dafür brauche ich die Oszillatoren oder Highspeed-Anschlüsse. Das heißt, ich brauche. Eigentlich bräuchte ich die Oszillatoren. Weil ich da. Die Computer produziere ich. Die Alugehäuse produziere ich. Nur die Oszillatoren nicht. Für die Oszillatoren brauche ich die verstärkten Platten. Habe ich. Die Kabel. Habe ich. Mehr oder weniger. Und 36 Quarz. So. Ja, das jetzt anzufangen. Würde den Rahmen sprengen. Von der Zeit, die ich nämlich nicht habe, so viel. Das ist ja schon bald 5:30. Somit kann ich im Grunde nur irgendwas Kleines anfangen jetzt. Oder erstmal das hier zu Ende bauen. Was wahrscheinlich das Sinnvollste wäre. Aber ich will auch nicht immer nur dasselbe bauen. Hier die Schrauben sind mittlerweile vollgelaufen. Das ist gut. Ein Chaot. Kann ich nichts gegen sagen. So, und hier ist jetzt... Was? Ach, je. Hier ist jetzt Worst Case. Keine Eisenplatten, keine Stangen. Warum? Weil keine Eisenbarren kommen. Warum kommen keine Eisenbarren? Weil ich die Produktion hier gecancelt habe. Das heißt, ich muss die Produktion erst in Gang kriegen. Das hier war die Eisenbarren. Ne, das waren die Kupfer, ne? Genau, das sind die Kupfer. So, was ist hier oben? Hier oben ist Aluminium, brauche ich nicht. Was haben wir hier? Aluminium, brauche ich nicht. Was haben wir hier? Kupferbarren. Eigentlich kein Kupfer. Ach ja. So, weil ich hier alles weggerissen habe. Was natürlich total dumm ist. Einfach nur dumm. Was haben wir hier? Hier habe ich Eisen. Nee, hier habe ich Stahl. Stahl. Dings läuft. Also Landschaftsgestaltung ist halt sowas wie Brückenbau oder Verschönerung von Fabrikgebäuden. Okay. So, das ist zum Beispiel auch ein Problem. Im Grunde ist die Leitung hier total dämlich.
Oh, kein Strom. Gut gemacht. Ich fuchs mal wieder. So, Strom kriege ich von hier. Also. Wie mache ich die Verteilung am besten, am sinnvollsten? Ja, bis es fertig ist, ja. Ich muss halt sehr viel versorgen. Die versorge ich ja damit, ne? Ist ja jetzt nicht so das Problem gewesen. Hier habe ich ja auch noch, genau, und hier auch. Kohle fließt hier durch, ne? Also Kohle ist, ja okay, wird mehr, gut. Ich habe ja oben Stahlbarren. 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 Hier werden überall Stahlbarren produziert. Also, die sind natürlich vollgelaufen, ist ja klar. Das heißt, im Grunde muss ich. Was wollte ich hier bauen? Eisenbahn. Siehst du, da sind wir stehen geblieben. Hier oben wollte ich die Eisenbahn-Dings machen, ne? Genau. Das heißt, ich muss hier oben erstmal Strom kriegen. So, machen wir jetzt erstmal so. Ach, ich habe gar keinen Strom hier. Okay. Ich muss das irgendwie hinkriegen. Dass ich hier oben ein Förderband ein ganzes, oder? Eins müsste reichen, ganzes, oder? Ich glaube, ja, nee, eins reicht nicht. Zwei Förderbänder müssen hier oben mit Eisen ran und zwei mit Kohle. Genau, also muss im Grunde, muss dann hier Logistik. Intelligenter Splitter. Im Grunde muss ja hier, sagen wir mal, hier kommt jetzt warum habe ich hier eigentlich keinen Strom? Das ist irgendwie ein bisschen merkwürdig. Also hier in die Mitte. Geht natürlich hier nicht. Also möchte ich das hier haben. In der Mitte, wo Eisen und Kohle reinkommt. Und in der Mitte. Ist das richtig? Ja, es sieht zumindest richtig für mich aus. So. Also, wir brauchen ja nicht unbedingt diese billige Fabrik hier, ne? Die andere. So, wir haben es gesagt, da, ne? Habt ihr mal ein paar Bilder geschickt von Stahl- und Eisenproduktion? Ja gut, ich bin jetzt nicht im Discord, ne? Also. Kurz überlegen. Wir haben hier den Bahnhof, der Material.
Bei Twitch oder wo? Das Material kommt hier rein. Okay. Ja gut, Twitch habe ich im Hintergrund auch nicht laufen. Ich habe möglichst wenig laufen, weil, ne, wegen Performance. So, also wir brauchen pro Ebene zweimal Kohle und zweimal Eisen oder zweimal diesen Rohstoff. Das heißt, wir brauchen einmal. Warum habe ich das da unten gemacht? Bin ich dumm? Naja. Frage beantwortet, oder? Du kommst so schnell, meinst du, ja? So. Weil wenn ich hier schon sehe, dass hier Satisfactory manchmal ruckelt wie sonst was. So, das möchte ich jetzt da dran haben und das da. Also. Den haben wir da. Und der muss ja dann hier. Zweimal Kohle, also muss hier einmal Kohle rein und einmal Eisen. Kann das hier nämlich weg, oder? Und wird eine ganz normale Wand. Komm, basteln wir jetzt einfach mal ein bisschen was. So. Und das gleiche hier. Das hier weg. Und das hier weg. Gut. Also brauche ich jetzt dann Förderband. Das mache ich jetzt einfach ganz sporadisch. Nennen wir das so, ja, ne? Kohle. Eisen. Moin. Das nehmen wir mal weg, das Dach. Speichern. Also ich glaube, wir sind uns einig, dass zwei Förderbänder einfach zu wenig sind. Weg. Das kann weg. Das kann weg. Das kann weg. Und das gleiche muss auch hier hin. Korrekt? Korrekt. So, das heißt aber, dass das nächste muss dann aber auch da unten hin. Förderband ist eigentlich schon ganz cool, aber es ist halt fehlplatziert, ne? Genauso wie das hier. Kommt mal weg jetzt. Nee, nur das. So, warte mal, wir haben drei Etagen. Eisen, Kupfer, Stahl.
So, die Mitte ist so ziemlich genau von allem da, ne? 1, 2, da ist frei. Ja, die Mitte ist ziemlich genau hier. Das heißt, das kommt nicht dahin. Planung ist, glaube ich, sehr, sehr viel gerade. Also, gehen wir davon aus, hier ist ein Eingang, da nicht. Das kommt weg. 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 So, also, wir fahren. Na, will ich nicht runter. Fahren hier rein. Fahren hier rein. Was produzieren wir hier nochmal? Kupfer. Und hier Aluminium. Das wird ja auch Kupfer alles. Alles Kupfer. Kupfer, Kupfer, Kupfer. So, dafür brauche ich die Container. Das heißt, erstmal das hier weg. Ich glaube, die Containeraufteilung, die ist, glaube ich, schon gut gewesen. So. Organisation. Habe ich gemacht. Wie hat ihn das jetzt? Ja, ja. Oder? Aber wie habe ich das denn oben gemacht? Ich muss mal nach oben. Genau, der erste und dann zwischen den beiden, okay. Eins, zwei, okay, 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 okay. Okay, 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 kriegen wir hin. So. Wir können uns ja logischerweise nicht um alle Baustellen gleichzeitig kümmern. Somit müssen wir erstmal mit einer klarkommen. So. Und zwar. Was hier? Warte mal, wie viel haben wir hier? Eins, zwei. Das ist doch dann hier, ne? Da. Und da. Dann da und da, korrekt. Es sieht richtig aus. Einmal drehen, einmal drehen, einmal drehen. So. So. Geht da rein. Erstmal. Geht da rein. Geht hier runter und wird hier verbunden. So. Das heißt, das heißt, wir basteln jetzt hier den Eingang. Den könnte ich, warte mal, das ist ja der Eingang, ne? Dritte, genau. Das ist die untere Ebene. Was ist denn, wenn ich den jetzt so mache? Ich reiße jetzt einfach hier die Mauer auf. Und mache den so. So, dann kommt hier nämlich später das Ding rüber und dahin.
Wobei es ja sinnvoll wäre, das in der Mitte zu machen, in der mittleren Ebene, ne? Damit welche nach oben gehen und welche nach unten und welche geradeaus. Machen wir so. Also die mittlere Ebene ist dann hier. Das heißt, der weg, der weg, der weg, der weg, der weg. Genau. Und dann lassen wir den trotzdem so runtergehen. Was haben wir hier? Was haben wir hier genommen? Was hatte ich hier? Wo war's, ne? Okay. Ich wollte gerade sagen, das ist ja absoluter Blödsinn, was ich jetzt hier gerade mache. Aber nee, es passt. So. Ganz grob. Passt das so? Oh, das war falsch. Gut. Hallo Andi, na, alles klar? Frag mich nicht, ob alles klar ist. Nein, ist nicht alles klar. Hier ist gerade Chaos, würde ich sagen. Ich habe nämlich keine Eisenstangen, ich habe keine Metallplatten, ich habe nichts. Dadurch, dass ich hier jetzt die Produktion versuche zu ändern, mehr Chaos gestiftet als alles andere verursacht. So, also. So. Also. Die letzten 9 Tagen waren etwas. C. Ansonsten hier alles klar für die Umstände. Grüße der Lady. Ja, schön groß zurück. So. Nicht das hohe C, sondern das C. C. Ach, Corona oder was? So, jetzt gucken. So. Erst ich Dienstag und Mittwoch letzte Woche Schulterfrost, Schüttelfrost und so weiter. Dann Donnerstag und Freitag die Wehen. Na super. Komisch, dass alle irgendwie wieder Corona haben. Also hier ist überhaupt nichts. So, das heißt, eine Leitung. Ich habe keine Ahnung, wie ich die Verteilung machen soll. Die Mitte. Jetzt muss ich mal grob planen, grob Übersicht planen. 2 Leitungen sind dumm, oder? Ja, es ist dumm. Muss schon mehr sein.
Also ich brauche Kohle auf jeden Fall. 1, 2, 3, 4. Hier Leitung Kohle für hier. Narrativ klar, also nervlich, was? Mit dem Geteil an die Heidracker. Hey Didi. Ja. Wenn man den ganzen Tag gearbeitet hat, ne, und konzentriert dabei war. Ich bin da nicht durch, ne? Ich bin echt zu blöde gerade, um 1, 2, 3, 4 mal Eisen zu teilen und 4 mal. Na, sag schon. Kohle. Eine Leitung mit zweimal Kohle müsste da reingehen. Und da. Ich habe die oberste Etage soweit fertig, bis auf die Produktionsstätten, weil ich kein Material mehr habe. Ich brauche Eisen. Ich muss Eisenstangen herstellen, Eisenplatten herstellen. Aber ich krieg's nicht gebacken, die Sachen hier jetzt gerade einzuarbeiten. Was ist denn hier jetzt eigentlich los? Was ist denn Jens Lars? Hallo, darf ich mal durch? Ach, das ist Stahl. Ich bin bei Stahl. Ich muss zu Eisen hoch. Ich bin durch. Warte mal, ist oben überhaupt Eisen? Nee. Wo habe ich denn... Oh Gott. Ich sag's euch, ich bin heute vollkommen fertig mit der Welt. Habe ich hier... Hier wollte ich Eisen machen, oder? Wir lernen mal Eisen. Ja. Ich brauche ein Navi. So, warte mal. Hier sollen Eisenbarren produziert werden. Okay, das heißt, ich muss hier oben die Maschinen bauen und wir haben keine Materialien. Wir haben keine Materialien. Gut, ich kann jetzt doch, kann ich so machen. Bringt mir das jetzt was, wenn ich das jetzt hier weiterbaue anstelle von hier? Na gut, dann könnte ich schon mal eine Reihe mit Eisen herstellen, richtig? So, das war's. Keine Motoren oder Rotoren mehr. Ah. Ich versuche möglichst alles jetzt hier kompakt hier reinzukriegen. Ich weiß zwar noch nicht wie und wo und was und warum, aber es muss. So, Strom, da dran, da dran, da dran, da dran. Und jetzt dann Reihe B. Blaupause, B-Gießerei. Die B-Gießerei muss hier hin. Der Weg ist das Ziel. Ja, ja, ja. Kann man so nicht anders sagen, ne? Ist das so richtig? Ja. So ist das richtig. Und was fehlt mir jetzt? Fehlt mir die Stahl, die modularen Rahmen. Ne, das sind normale Rahmen, oder? Warte mal, wie heißen die denn? Normale Rahmen. Modulare Rahmen, ne? Dann sag das doch. Okay. Also, wenn ich zumindest schon mal eine Sache hier an, eine Reihe hier an Produktion laufen habe, dann geht das ja, ne? Dann kann ich ja zumindest weiterarbeiten. So. Zack. So, zack. Und so, was fehlt jetzt schon wieder? Eisenstangen. Ich habe keine Eisenstangen. Das ist das Problem. Okay. Lecco mio, sag ich dir. Keine Eisenstangen, okay. Nein, nein! Ah. Oh, der ganze Tag heute schon so für den Arsch, auf gut Deutsch gesagt. So, das dahin.
Das dein. Das dein. Passt das jetzt? Auch nicht. Und das hier muss weg. Genau, dann muss nämlich der rein. Geht natürlich nie. Okay. Oh, ernsthaft. So, Platz da. Hier in den will ich jetzt Eisen drin haben und. Soll ich mir erstmal weg? Wiesel, viel Spaß. Grüße an deine Familie. Brecht euch nicht die Beine und ja. Bis demnächst. So, hier geht Kohle rein. Also der hier. Muss. Geht ja nur so. Es muss hier hin. Ist das so kreuzmittig? Nein, ist es nicht. Das war falsch. So. Korrekt? Korrekt. Und hier das Gleiche. So. Ja, hier habe ich ja keine Stromverbindung. Okay. Nee, das passt so nicht. Ich muss eine Leitung hier rüber kriegen. Förderband Splitter. Die splittert hier die Kohle. Mittig. Machen wir natürlich ein höher, damit man noch drunter durchgehen kann. So, dann brauche ich einen Splitter, der versetzt ist, nicht mittig. Eigentlich muss der hier sein, oder? Funktioniert aber wieder nicht, weil wenn ich da jetzt den dran baue, dann... Oh. Es ist unmöglich, das so zu bauen, wie ich das gerne hätte, dass hier eine gerade Linie rüber geht. Geht nicht. Es geht nur Förderbandsplitter so. Dann setzen wir den. Kommt von da. Geht nicht. Ich muss irgendwie nach links und rechts kommen. Nee, es geht nur. Es geht nur. So. Oh, warum nimmt er denn jetzt beide weg? Was soll denn das? Es geht nur so. So, und dann geht's von hier, hier rüber, weg da. Dahin. 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 Der kommt weg. Das heißt, hier kommt Kohle hin. Da kommt Eisen hin. So, Mitte haben wir hier, das heißt, sie kommen hier hoch.
Richtig? Ich mache das jetzt erstmal. Also. Kohle kommt jetzt. Keine Eisenstange. Oh Mann. Okay, es reicht. Ich kaufe mir jetzt den Mist einfach. Hier, Mem, analysieren. Festplatte. Nee, irgendwas war hier mit Festplatte, ne? Jetzt muss ich mir schon Eisenstangen kaufen, damit hier irgendwas funktioniert. So. Wir haben hier die Möglichkeit 1, 2. Okay, was können wir auch so machen, ne? 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Hm? 3 Förderbänder je Material oder 6 von mir aus. Können wir auch machen. 1, 2, 3. So. Ich möchte hier jetzt gerne haben Kohle. Kohle möchte ich gerne hier hochgehen. Oben bitte, danke. Kohle. Daran. Eisen. Daran. So. Das heißt, dann kann ich den hier hin machen und kann hier den da rein machen. Und hier kann ich den hin machen. Und kann den da rein machen. Das gleiche kann ich dann hier mit der Kohle machen. Und da auch.
So, richtig. Ich würde sagen, das ist erstmal grundlegend richtig. Eisen hat keinen Strom. Okay, hat keinen Strom ist nicht das Problem. Erz. Warum geht der Kohle an? Nein. Was tue ich denn? Oh Mann. Stopp, ich brauche Kupfer. Was habe ich getan? Nee, das ist Eisen. Das ist richtig. Nicht? Doch. Kohle muss weg. Kohle muss weg. Okay. Und hier muss auch die Kohle weg. Perfekt daneben, ja, könnte man so sagen. So, alternativ Eisen. 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 Ja, ich bin echt schon ziemlich im Eimer heute, ne? So, dann haben wir jetzt die ganze Kohle hier weg. Lalalala. Alle abbauen mit Kohle. Okay. Das war falsch. Kupfererz. Warum kommt da kein Kupfererz an? Warum denn nicht? Warum denn nicht? Hat doch Strom oder nicht? Ja, jetzt kommt kein Kupfererz da rein. Warum nicht? Ach.
du hast dich heute getragen. Ja, ich musste ja aus dem Bett, ich musste ja arbeiten. War es heute so ein anstrengender Tag. Und diese Rückenschmerzen, die bringen mich um, ne? So, Blaupause weitermachen, ne? Mit der A. Und wieder keine Rahmen. Ich mache aber nicht mehr lange. Ich bin eigentlich reif fürs Bett. Also Viertelstunde noch, denke ich, heute. Ich werde versuchen am Samstagabend. Ja, doch, das sollte eigentlich klappen. Samstagabend sollte ich eigentlich einen Stream hin. Falsche Etage. Einen Stream hinbekommen. Produziert. Ja, komm. Von da. Da, von da nach da, von da nach da, von da. Da, okay. Also wie gesagt, ich werde versuchen, am Samstag einen Stream zu machen, wo wir das Ding hier dann wirklich jetzt endlich mal zu Ende bringen irgendwie. Irgendwie müssen wir das hier mal fertig kriegen. So, und das hier Material, das ist ja eh das hier, ne? So. Also, wo geht jetzt das Eisen hier lang? Da geht Kupfer. Und da unten geht das Eisen lang, ne? Aber wenn es zu steil, ich gebe dir gleich mal zu steil, Freundchen. So, jetzt fließt das Eisen hier durch. Perfekt. Das heißt, Eisen wird jetzt erstmal wieder produziert und nach kann die Produktion in Gang gehen. Das heißt, erstmal muss das hier wieder hin und das da wieder hin und das da wieder hin und das hin und das hin.
damit die Produktion ja weitergehen kann. Ne? Sagt, es geht nicht auf fertig. Die abstrakte Kunst erweitert. Ja, das kannst du wohl laut sagen. Man muss definitiv extrem konzentriert sein und fit sein. So. Korrekt? Korrekt. Hier den. Hier den. Hier den. Hier den. Hier den. Hier denen. Hier denen. Hier denen. Hier denen. Hier denen, hier denen, hier denen. Okay, das heißt 1, 2, 3, 4. Konzentriert und fit, dann sind ja alle nicht Voraussetzungen erfüllt, genau. Alle Nicht-Voraussetzungen sind bestens erfüllt, zu 100%. Ja, es ist halt immer ein bisschen blöd, ne, neben der Arbeit, wenn man dann auch noch viel zu tun hat. Ja. So. Na, Willen, was baue ich mir hier für eine Scheiße zurecht? 1, 2, 3, 4. Kommt hier überhaupt auch irgendwann was an? Nö. Die fließen auch nicht kontinuierlich durch, das ist blöd. Dafür haben wir dann eine 2-3er. So. Ich glaube, wir werden einfach mal bei irgendwem anderes abgucken, wie man hier ein anständiges System hinkriegt. Ich hätte schon gerne wirklich eine große Stahl-, Eisen-, Kupfer- etc. Barrenfabrik, wo halt, was weiß ich, 1000 Barren die Minute irgendwie produziert werden oder so. Die dann halt von mir aus mit dem Zug irgendwo hingebracht werden, zu verteilen. Aber soll nicht sein. Irgendwie nicht. Gut. Also wisst ihr Bescheid erstmal, ne? Samstagabend, ich sag mal so 19, 20 Uhr wird es hier weitergehen. Und dann wird das hier anständig gemacht. Ob man will oder nicht, das wird anständig gemacht. Ja. Es wird sehr intensiv, das weiß ich jetzt schon. Aber vielleicht habe ich ja die Chance, das anständig mit euch zusammen hinzukriegen. Ansonsten bleibt mir erstmal nichts anderes übrig, als euch einen schönen guten Tag noch zu wünschen. Und ja, war zwar kurz, aber intensiv, würde ich sagen. Und wir sehen uns dann am Samstagabend, wenn ihr wollt. In diesem Sinne, bis dahin. Ciao, Wowie.